So, Leute. Ich würde sagen, ich bin jetzt hier unten fast angekommen. Ich wollte eigentlich hier hin. Aber ist auch egal. So, mir wurde gesagt, dass ich, ja, jetzt, wurde mir gesagt, wo ich denn hin muss. Und dort werde ich jetzt mal versuchen, naja, hinzukommen. Hamburg, Stuttgart. Ich muss jetzt erstmal nach Neu-Berlin zurück. Hier soll es ein Sprungloch oder ein Sprungtor geben, was mich nach Sigma 13 bringt. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, dorthin zu gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Sigma 13 System Sprungloch ist. Sprungtor, nicht Loch. Ja, Zielort zu mein Pferd. Zielort feindlich. Habe ich auch immer gemacht im Multiplayer. Früher, ne, wo ich noch ein kleiner Bub war, habe ich auch immer versucht, mich an feindlichen Stationen anzudocken. Und ja, da hat er immer gesagt, oder sie hat dann immer gesagt, andocken verweigert, Zielort feindlich. Fand ich ganz witzig. Und ja, jetzt werden wir uns mal die Level 10 Waffen schnappen. Vielleicht hätte ich mir nochmal aufschreiben sollen, wo die sich genau befinden, in welchem Sektor. Weil es sind ja hier in verschiedene Sektoren aufgeteilt, ne? 1 bis 8 und A bis H. A bis H. Und ja, das hätte ich mir, aber ich krieg da bestimmt irgendwie hin, ne? Manchester. Ja, ist die Frage, wo das ist, ne? Das Manchester-Ding. Manchester hört sich so ein bisschen nach Bretonia an. London. Dublin. Hört sich so ein bisschen danach an, ne? Da ist es, Manchester, ja. Ja, gut. Warum das hier so ab und zu hackt, ich habe keinen Plan, Leute. Das, ich verstehe nicht so ganz. Kann ich auch nichts gegen machen, weil ich weiß ja nicht mal, warum es hackt ab und an mal. An Freelancer, beziehungsweise an meinem Spiel liegt es nicht. Quatsch, an meinem... Ja, was ist denn los heute? Nein, an meinem Rechner liegt es nicht, denn, naja, das ist sehr unwahrscheinlich. Denn der Freelancer nimmt jetzt nicht so viel weg, dass man sagen könnte, mein Rechner ist überfordert. Das bezweifle ich. So, ist es ja ein Quassel-Let's Play, sag ich mal. Ein Quassel-Dingen, wie auch immer. Und, ja, ich wollte ankündigen, kann ich aber ankündigen. Und zwar, heute haben wir ja Montag, wenn ich es schaffe. Und, naja, am Mittwoch, wenn ich mich nicht verrechne, Montag, Dienstag, Mittwoch, Montag, also Dienstag, Mittwoch, ja, am Donnerstag, heute ist Montag, ne? Ja, sollte. Nein, warte mal. Doch, heute ist Montag. Dienstag, doch, am Mittwoch, ja, am Mittwoch kommt ein Spiel raus, das ich auf jeden Fall definitiv Let's Playen werde. Und ja, da habe ich auf jeden Fall was vorbereitet für euch, ein bisschen dran getüftelt, deswegen kommen auch wenig Aufnahmen und wenig Let's Plays allgemein. Das... Willst du mich verarschen? Deswegen kommen auch in letzter Zeit nicht wirklich viele Aufnahmen, beziehungsweise Let's Plays, wie auch immer. Denn, ja, ich bereite halt was vor, ne, so ein großes Teil. Und, das ist halt ein bisschen, naja, zeitaufwendig. Und ich habe natürlich noch, naja, einen Job und Privatleben und Freizeit wollte ich auch noch ein bisschen haben. Aber die Freizeit opfer ich, eigentlich nur noch für, naja, für euch, sag ich mal. Und, ja, ihr dürft jetzt geehrt sein, ich weiß. Ja, und sonst, ja, weiß ich nicht, was ich großartig noch erzählen sollte in diesem Bereich. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal die Level 10 Waffen schnappen. Sollte ja nicht schwer sein, die zu finden. Auch wenn ich das bei den ersten beiden Folgen nicht ganz hingekriegt habe. Beziehungsweise wir sind nicht mal annähernd irgendwie vorwärts gekommen. Aber das wird sich definitiv jetzt ändern. So, wir sind schon in Kalifornien. Das ist schon mal sehr viel wert, ja. Naja, nicht wirklich. Wir müssen uns jetzt noch irgendwie durch diese ganzen Systeme schlagen, bis wir bei New Berlin angekommen sind. Bei Neu-Berlin... New Berlin. Bei Neu-Berlin soll es nämlich ein Sprungloch geben, Sprungtor geben. Das habe ich ja schon gesagt. Entweder ist es hier oder ist es hier unten. Das weiß ich ja nicht. Ich sehe es ja leider nicht.
Dort muss ich hin. Das ist Sigma 13 und dort muss ich mich jetzt erstmal hinbegeben. Und dann kriegen wir die Level 10 Waffen. Ich kann mich nicht mehr, ich kann jetzt nur raten, wo die sich nochmal befinden. Irgendwie H3 oder sowas. Oder H8, H3. Ach, wir werden es sehen. Was, wo wäre das denn? H3. Ach, da hinten irgendwo. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wir werden es testen. Wir werden es erleben, meine Damen und Herren. Ein Teufelskreis. Gut. Ja. Nee, wie gesagt, ich habe was vorbereitet. Ich möchte auch nicht so viel so viel davon erzählen. Denn es soll ja eine kleine Überraschung werden. Lalala. Auf jeden Fall kommt ein gutes Spiel raus am Mittwoch, also am 25.01.2017, kommt ein super tolles Spiel raus. Ich hoffe, es wird super toll. Ich weiß es natürlich nicht, weil noch nie gespielt. Es kommt ja auch erst ein paar Tagen raus. Und ja, ich hoffe, es wird prima. Denn wenn nicht, dann muss ich leider schreien. Ich hoffe nicht, dass ich schreien muss. Ich hoffe jetzt einfach mal auf die Entwickler, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Und ja, es wird euch, ich hoffe, erfreuen, was ich vorbereitet habe. Es hat ein bisschen viel Arbeit gekostet, ein bisschen viel Mühe. Geld spielte auch ein bisschen die Rolle, aber nicht sehr. Ich habe mich halt ein bisschen rumgetrickst und habe so gut wie möglich Geld gespart. Ja, aber das mache ich alles für euch, beziehungsweise eigentlich auch für mich, weil ich mich da in dem Bereich gerne weiterentwickeln möchte. Wäre schon ganz nice, wenn das alles funktionieren würde. Funktionieren würde, genau. Denn ich habe es noch nicht getestet, ob das überhaupt funktioniert, was ich da vorbereitet habe. Wenn ich alles richtig mache, dann könntet ihr eventuell in den nächsten Folgen schon das Ergebnis sehen. Das weiß ich aber leider nicht. Das werden wir sehen. Das werden wir erleben. Ich hoffe es. Denn dann muss ich nicht weiter rumtüfteln. Aber ich wollte jetzt auch ein bisschen wieder aufnehmen für euch, denn wird auch langsam wieder Zeit, ne? Ich kann euch ja auch nicht die ganze Zeit hinhalten. So, California Sprungtor. Da sind wir ja zurzeit und wir wollen nach West Point. Ja, da wollen wir hin. Na. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es sieht ein bisschen danach aus, als würde es nicht funktionieren. Also, vergesst eigentlich das, was ich... vergesst einfach das, was ich gesagt habe. Höchstwahrscheinlich, denn es wird nicht funktionieren, denke ich. Es sieht ein bisschen danach aus. Ich sehe es ja schon, das Ergebnis, theoretisch. Na komm. Und ja, wie gesagt, ich will, wie gesagt, nicht so viel verraten, weil, die Überraschung ist halt sehr groß, denn ich habe mich in dem Bereich sehr zurückgehalten, muss ich sagen, weil ich da, eigentlich bin ich immer noch sehr, was meine Meinung dazu angeht, sehr gespalten, aber ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ob ich das jetzt wirklich zu 100% komplett durchziehen werde bei dem nächsten großen Let's Play. Beziehungsweise eigentlich nicht bei den nächsten großen, sondern eigentlich bei den nächsten Let's Play. Denn bis jetzt habe ich nichts weiteres geplant. Doch, ich habe ja da noch was im Hinterkopf. Vielleicht kriege ich das in den nächsten Tagen auch noch irgendwie hin, dass ich das auch nochmal durchziehe. Weil das war schon ein sehr großer Wunsch von mir, das nochmal in Angriff zu nehmen, das Spiel. Es ist jetzt auch nichts, was... nicht unbedingt jeder kennen sollte. Sollte aber jeder kennen, denn es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist zwar schon ein bisschen älter, PlayStation 1. Und ja, ich habe hier eine PlayStation 1 rumstehen. Und sogar noch eine im Keller, die sehr, sehr, sehr gut erhalten ist. Und ja. Und ein PlayStation 1 Spiel ist es. Nicht PlayStation 1, sondern PlayStation 1. Aber es ist ja im Prinzip dasselbe. Nur dass die PlayStation 1 ist ein bisschen überarbeitet. Lalala, kennt ihr ja alle. Wenn nicht, dann Internet. Gibt's einen Unterschied?
Also einmal PlayStation 1, ne, als Zahl und einmal PlayStation 1 als Wort, ne, das Englische und so. Und die PlayStation 1 fand ich nicht wirklich gut irgendwie. Also vom, also technisch, klar, warum nicht, ne? Aber aussehen, naja. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Dafür, dass es eigentlich ein Namensvetter ist, sozusagen, habe ich da so ein bisschen mehr, ich sag mal, Classic erwartet. Ein bisschen mehr, ne, ins PlayStation 1-Feeling rein. Aber leider, naja, ist aber auch eine unglaublich alte Zeit gewesen. Beziehungsweise ist schon lange her. Ich drücke mich immer ganz seltsam aus. Ja, komm mal hin. Ne. Keine Warteschlange? Das ist ja unfassbar. So, wo fliegen wir jetzt hin? Ach, Texas. Ja. Texanisch. Texas. Da müssten wir ja rein theoretisch schon... Nein, noch im, wie hieß es denn? Liberty-Raum sein. Genau, müssen wir ja noch im Liberty-Raum sein, theoretisch. Und das nächste, wir fliegen ja jetzt nach Rheinland, ne, Berlin und so. Alter, was hier abgeht. So, schneller. Ja, und gleich sind wir in, naja, Rheinland. Ja, da Hamburg, Stuttgart, was haben wir hier oben noch? Frankfurt, Dresden, steckst einen Finger im Po und bist in Dresden. Nee, ja gut. Ja, mir wurde auch geschrieben, da ist natürlich, ja, das ist eine super tolle Idee. Ich sollte ja alles hier auf freundlich bekommen, beziehungsweise verbündet, weil ich habe ja hier zurzeit alles auf neutral. Und nee, das tue ich mir nicht an. Ich könnte es natürlich nach und nach machen, aber das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Ich könnte höchstens sagen, dass ich eine bestimmte Gruppierung, also eine bestimmte Gruppe von von Vereinen verbündet bekomme, aber alle, das kostet richtig Zeit. Ja, also ich könnte höchstens mal alle Level 10 Waffen besorgen. Da gibt es nämlich nicht nur die, die wir jetzt besorgen, sondern es gibt noch andere Level 10 Waffen, die man sich holen kann. Die holen wir auf jeden Fall auch noch. Also wir versuchen es, oder ich versuche es, wie auch immer. Und ja, dann schauen wir erstmal weiter, weil das mit den verbündet komplett alles, 100% und so. Ja, ist eine schöne, nette Aufgabe, klar. Aber das muss ich mir dann nochmal überlegen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Und dann können wir uns nochmal ein Schiffchen aneignen. Bedeutet, den Anubis werden wir uns irgendwie mal, naja, ne, irgendwie mal tauschen. Und dann uns ein neues Schiffchen holen. Ich habe da auch schon ein bestimmtes im Kopf. Es wird mir auch keiner irgendwie ausschlagen können. Es geht in die Richtung Titan. Es ist aber nicht der Titan, sondern der Adler. Ich wollte mir den Adler holen, denn ich finde den persönlich besser. Er ist wendungsfähiger. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe ja lange Freelancer nicht mehr gespielt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Adler am wendungsfähigsten. Also der kann sich halt, ne, ist halt wendungsfähig. Und der Titan hat, glaube ich, mehr Panzerung. Und dieses andere Sabre, oder Sabre hieß er, glaube ich, ne? Der hat, ich glaube, mehr Laderaum. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Auf jeden Fall hatten die drei Schiffe drei verschiedene für sich Besonderheiten. Und, ja. So, wo sind wir denn jetzt hier? Sehr gut. Freihaft 2, da war doch irgendwas. Wartet mal. War da hinten nicht? War da hinten nicht irgendein komischer Planet?
Oder war das ein anderes... System? War auf jeden Fall auch ein Freihafen dabei. Naja, der Freihafen... Ach, wie auch immer. Oh, wir können mal ein Quiz machen. Wo ist Trend? Das ist natürlich jetzt ein billiges Quiz, aber wo ist Trend ganz am Anfang gewesen und ist dort, naja, notgedrungen, musste er da halt weg. Ne, das könnt ihr mal hinschreiben. Machen wir so ein kleines Quiz. Ich weiß es natürlich, wenn ich es jetzt sagen würde, dann wäre es kein Quiz mehr, sondern eine Erzählung. Aber könnt ihr mal hinschreiben. Einfach so. Warum nicht? Also, wo ist Trend gewesen, ganz am Anfang, wo er notgedrungen flüchten musste? So. Wir sind schon im Hamburg-System. Und müssen als nächstes, glaube ich, in Berlin ankommen, genau. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich das Sprungtor auch finde. Sigma 13. Und dort soll es ja auch sein. Also dort sollen auch die Level 10 Waffen sein. Bin ich mal gespannt. Dann wäre das aber recht simpel, die zu kriegen, ne? Klar, man müsste jetzt natürlich ein neues Schiff haben, um die überhaupt ausrüsten. Ach Quatsch, um die überhaupt ausrüsten zu können. Denn dieses Schiff hier kann das nicht. Das sind Level, also maximale Waffenklasse kann ich hier Level 6 machen. Beziehungsweise Waffenklasse 6 kann ich hier maximal ausrüsten. Und dann hat sich das erledigt. Das heißt, wir brauchen definitiv dann ein neues Schiff. Genauso wie hier Schilde, auch nur Klasse 6. Das war's. Mehr gibt's nicht. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Mach mal hin hier. Schlaf gleich ein. Ja. Ah, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Man könnte ja zum Beispiel so ganze Stationen mal zeigen, aber das ist im Prinzip hier sowas zum Beispiel. Ne? Könnte man eigentlich auch mal sich angucken und ach, man könnte zum Beispiel auch mal Neu-Berlin, also sprich den Planeten einfach mal vornehmen, dann könnte man ja Schiffe, auch da gibt es glaube ich den Sabre, ne? Neu-Berlin, Sabre? Glaube. Wenn es das Schiff ist, ich kann mich natürlich auch vertun, aber wir gucken mal. Wir konnten das Schiff erst ab Level, Schiffe in Neu-Berlin, da konnte man sich ja kein Schiff kaufen, weil man das Level ja noch nicht erreicht hatte. Und man musste, glaube ich, Level 20 mindestens haben oder so. Und das hatte man ja da noch nicht. Ja, in der Kampagne und so. Und ja, da könnte man auch mal gucken. Ich glaube, da gibt es den Sabre, ne? Wenn es ihn da gibt, wenn es ihn da gibt, ist der Sabre überhaupt ein, der drei guten Raumschiffe? Das weiß ich ja nicht. Aber ich glaube ja. Ich meine, es wäre so gewesen. Ja. Auf jeden Fall der Titan und der Adler. Das sind eine der beiden guten, besten Schiffe. Der Anubis ist ja auch nicht gerade ohne. Nur der kann halt leider keine Level 10 Waffen tragen. Oder ausrüsten. Willkommen. Wir sind bei Neu-Berlin. Also da hinten ist der Planet, Polizeibasis und so. Da hinten ist auch noch irgendein Planet. Ach, Potsdam, Mensch. Potsdam. Ja. Aufgabenziel erreicht, Zielort feindlich, was? Station Bonn. Grenzstation Brandenburg. Ist ja spannend. Achso, ja. Und da können wir ganz einfach
Ja, wir können dann, wenn wir jetzt hier, sage ich mal, falsch liegen, können wir ganz einfach mal nächste Handelsroute, einfach wieder zurück und dann die nächste Handelsroute und hier dann runter. Dann müsste man mal gucken, ob das jetzt so stimmt, wie es stimmt. Oder halt nicht. Ne? Und ja, dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ah, so, mal anders hinsetzen hier. Ach Leute. Handy wurde hier gestört. Was wollt ihr? Ja, natürlich. Ich kämpfe gegen die Handelsroute. Das war auch immer eine schöne Geschichte. Im Multiplayer, da haben schön die, ne, die ganzen Piraten, ne, die ganzen Leute, die Piraten gespielt haben, sag ich mal. Die haben dann auch immer schön die Handelsrouten gestört und immer gewartet, bis da irgendjemand dann langfliegt. Das konnte man natürlich nur machen, wenn man den Server voll hatte. Und nicht nur ein, zwei Leute, sondern wirklich, ne, mehrere hundert. Sonst war das ein bisschen, naja. So, jetzt müssen wir die hier nehmen. Okay, das Ding führt nach Stuttgart. Das können wir wieder vergessen. Das heißt, wir können das hier mal unterbinden. Da wollen wir nicht hin, nach Stuttgart. Ich kann mich jetzt auch irren, aber ich meine, ich habe mich noch mal ein bisschen informiert, leider. Und ich meine, das Tor wäre in Neu-Berlin. Also in der, ne, in der Galaxie und so. Naja, wir werden es sehen. Und? Hä, Dresden? Da war doch ein Sprungtor, oder nicht? Was soll das Getue um Artefakte eigentlich? Ist noch was im Busch? Was? Was für Artefakte? Hä, das verstehe ich jetzt aber nicht. Hier sollte doch, ein Sprungtor sein. Oder nicht? Leute, das muss ich mal ganz kurz mal nachgucken. Wir sehen uns gleich. So, ich habe mich jetzt nochmal erkundigt und ich lag, also wenn es richtig ist, lag ich gar nicht so falsch. Wir müssen Richtung Neu-Berlin. Und zwar soll das Sprungloch hier sein. Wenn es im Multiplayer denn verfügbar ist, da soll ein Sigma 13 ein Sprungloch da sein, weil ich habe mich schon gewundert, hä? Ein Sigma 13 Sprungtor ist schon sehr ungewöhnlich. Wie gesagt, mein Hirn hat schon irgendwelche Informationen im Kopf, nur aber das hätte ich ja schon längst sehen müssen, ne? Und hier soll das irgendwo sein. Angeblich. 4 Kilometer. Ach, da ist es sogar. Unbekanntes Objekt. Ja gut, es wird nämlich auch nicht auf der Map angezeigt. Ich hoffe, dass wir das überleben werden. Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Das ist ein Sprungloch, was habe ich mir fast gedacht. Und zwar, das Sprungloch existiert zwar, aber es ich weiß nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Ich gehe mal davon aus, dass es wirklich nur im Singleplayer vorhanden ist und im Multiplayer ist es halt vorhanden, weil, ja, was weiß ich, ist halt ein Bug. So. Dann werde ich mir eine andere Möglichkeit suchen, dort irgendwie hinzukommen. Also bis gleich.